Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Oberzockt. Simo Trans. So, wir sind jetzt in Oranienburg und wollen gucken, was wir nach. Ja, gut. Ich würde gerne irgendwo Flugzeuge reinkriegen. Aber es lohnt sich halt nirgendwo. Es muss schon irgendwas richtig massenhaft vieles sein. 8000 nach Mannheim. Da, Mannheim. Das würde sich lohnen. Pass auf. Flugzeuge. Parkbucht. Gucken wir mal, ob wir was hinbekommen. Wichtig ist, dass jetzt hier auf so. Ich sehe da natürlich gerade überhaupt gar nichts, weil ein Baum im Weg steht. So, da nur rein. Das geht nicht, da müssen wir noch einen länger machen. Und da fahrt ihr nur raus. Ja, so. So, 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 so. Das gleiche hier, nur auf der anderen Seite.
und einfach mal in den Hangar eingesetzt. Torgelo. So, und hier wird es jetzt schon schwieriger. Weil wir hier mal einfach gar keinen Platz mehr haben. So. Da nur rein, da nur raus. Warum funktioniert das jetzt hier nicht? So und so. Hier eine Verbindung rein. Da eine Verbindung rein. So. Zu. Mannheim, 8000 Leute. Torgelow, 18.000 Leute. So, pass mal auf. Flugzeuge, neue Linie. Von da. Ganz hier rüber nach da. Volle Beladung. Torgelow Mannheim. Aber wir haben hier nicht die Möglichkeit irgendwie. Nee, wir haben da keinerlei Möglichkeiten. So. Flugzeuge. Diese hier. Torgelow Mannheim. Oh, einer zu viel. Starten. Betriebsgewinn. Fluglinien. Wir haben es ja hier schon mal versucht. So, Finanzen offen haben, Fluglinien. Linienförderung offen haben. Profit. Bin ich mal gespannt. Flugverkehr über Torgelow. Schauen wir mal. Die Kosten scheinen ja nicht mehr so hoch zu sein. So, kommen wir hier ein bisschen heran. So.
Da fliegen sie. Von Toro nochmal an, da sind sie unterwegs. Gucken wir mal. 5000 Leute. Einer Geschwindigkeit von 0 bei 10 Fahrzeugen mit 0 Einnahmen und 0 Maut und 0 Kapazität, aber was ist dann bei den Betriebskosten? Da unten ist unsere Armada. Es könnte was werden. Ich hätte die vielleicht erstmal nach Mayen fliegen lassen sollen. Ah, sind schon fast auf dem Weg. Auch schon fast angekommen. Wie sieht es denn mit unserem Firmensitz? Entwickelt er sich auch? Kosten und Betriebskosten. Wir konnten die Straße schon mal wieder ein bisschen anheben. Aber nicht viel. Wobei wir vor ein paar Jahren oder so vor knapp 10 Jahren damit 3 Millionen Gewinn gemacht haben. Schon komisch. Transportieren 2,3 Millionen Fahrzeuge. Genauso viel wie die. Ihr habt es gerade auch gesehen, ne? Da ist eine neue Industrie gekommen. Ich habe es gerade so noch so im Augenwinkel vorbeilaufen sehen, hier gerade ganz unten nur den letzten Rest. Durch Markt. Jetzt ist aber erstmal wichtig, das hier. Alles weitere gucken wir gleich. Wir haben da drei Landebahnen. Alle nutzen nur die eine. Wie kann man das noch hinbekommen? Vielleicht können wir das noch ein bisschen optimieren, indem wir so.
Indem wir hier sie noch mal mehr Möglichkeiten geben abzuhauen. Das kostet ja auch Betriebskosten, wenn die darauf rumeiern. Oder sind die Landebahn zu kurz? Das ist mir auch nicht vorgegangen. Das liegt mit Sicherheit, weil ich den, weil ich hier nur die Linie. Ja. Ich kann nur in der Linie da sagen, dass die dahin soll. Also es gibt halt nicht so eine klassischen Auswahlsignale. Also die Entwicklung geht schon mal. Oh, Moment. Die Entwicklung geht schon mal genau dahin, wo wir sie beim letzten Mal auch hatten. Tief ins Minus. Aber 32 Passagiere. Touristenziele, Fabrikliste, Warenliste. Bonusvergabe. Luft bei 235. Du kannst. Details 274, ja. 17% Bonus. Das macht beim Passagier schon mal. Eine gute Menge eigentlich aus. Du bist der Erste, ne? Bist doch schon fast da. .000 Betriebskosten pro Strecke. Los, komm, komm da an. Sind schon in Beutzenburg. Und als nächstes kommt Mannheim. .000 pro Strecke. Bin hier mal gespannt. Weil vorher hatten wir 10, jetzt haben wir schon die dreifache Menge. Da haben wir 50.000. Ja gut, da haben wir es ja sein gelassen, weil wir diese Querverbindung hatten. Ich glaube, es hatte sich da auch schon leicht gelohnt.
Dann zeig mal, was du drauf hast. Ja gut, du nimmst die erste Runway, weil natürlich hier vorne das Signal ist. Sechstausend. Bei 10 Flugzeugen war das 10.000 Gewinn. Lass es mal dreimal fliegen, macht es 30.000 Gewinn. Damit haben wir aber noch nicht. Die ganzen Geschichten drin. Na gut, die sind jetzt einmal leer geflogen. Muss man gucken. Ich habe ja auch schon wieder auf Ja hier stehen. Na, 63% minus. Hauptsächlich aber aufgrund von Schwierigkeiten mit der Instandhaltung. Aber es sind doch erst die Hälfte angekommen. Also die Linie geht ins Plus. Das Plus muss natürlich nur die 40.000 der Betriebskosten übersteigen. Das könnte was werden. Das könnte echt was werden. Lass mal einfach mal laufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Opa und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.